Niedrigzinsphase und kein Ende. Aus gegebenem Anlass schauen wir auf die Pressemitteilung der Europäischen Zentralbank. Zunächst sehen Sie hier einen Stressindikator, der von der Europäischen Zentralbank selbst berechnet wird. Hier geht es darum, systemischen Stress im Finanzsystem entsprechend abzugreifen. Wir sehen einen deutlichen Anstieg in der jüngeren Vergangenheit, aber wir sehen auch einen entsprechenden Rückgang. Und ich denke, vom absoluten Niveau aus gesehen, gibt es wenig Gründe, die Geldpolitik so expansiv zu gestalten, wie man das aktuell gestaltet und kommuniziert. Im nächsten Schritt der Verweis auf die Renditen dessen, was die Staaten zahlen müssen, um sich am Kapitalmarkt neu zu verschulden. Wir sehen auch das hier entsprechend. Hier oben die Veränderung in Basispunkten. 100 Basispunkte sind 1% in Blau seit Anfang des Jahres. Wir sehen einen deutlichen Zinsanstieg. Deutschland 0,9%, Italien 1,17%, Griechenland 1,26%. Alles in allem die aktuell laufenden Renditen deutlich angestiegen. Griechenland mit 2,8%. Hier diskutiert man genauso wie bei Italien und auch Spanien mal wieder über die Schuldenstände. Aber absolut gesehen sind die Renditen natürlich deutlich niedriger als das, was wir im Rahmen der Euro- und Staatsschuldenkrise gesehen haben. Und sie sind vielleicht auch noch von dem entfernt, was man als akzeptable Marktpreise letztendlich einordnen würde. Wenn wir nun die Pressemitteilung nehmen, und ich habe Ihnen hier entsprechende Ausschnitte auch markiert, Sie finden diese natürlich auf der Webseite der Europäischen Zentralbank, dann sehen wir hier die geldpolitischen Beschlüsse auch letztendlich dargestellt. Wir können hier nachvollziehen, die EZB sagt, die Inflation ist deutlich gestiegen, wird auch in den kommenden Monaten hoch bleiben. Ich denke, das ist Konsens. Man verweist nochmal auf die Energiekosten, also alles, was viele von uns natürlich auch wissen. Interessant, klar, die Unsicherheit bleibt hoch, aber die EZB sagt, wir werden bei der Geldpolitik Optionalität, Gradualismus und Flexibilität wahren. Das lässt natürlich alle Möglichkeiten offen und man sagt auch, man wird jegliche Maßnahmen ergreifen, die erforderlich sind, um die Preisstabilität im Rahmen des EZB-Mandates zu erfüllen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn die Finanzmärkte relativ stabil sind und die Kerninflationsrate ohne Energie und Nahrungsmittel liegt oberhalb von 3%, dann stellt sich natürlich die Frage, warum man dann die Geldpolitik nicht etwas stärker strafft. Was möchte man tun? Sie wissen, es gibt dieses Programm zum Ankauf von Vermögenswerten, Asset Purchase Program, und da sagt man, okay, das reduzieren wir jetzt noch ein bisschen. Wahrscheinlich läuft es im dritten Quartal aus. Aber am Ende des Tages schauen wir uns natürlich auch die dann relevanten Liquiditätsbedingungen an. Und klar, die Leitzinsen, da gibt es heute natürlich keine Erhöhung, sondern die werden erst erhöht, wenn wirklich auch die Nettokäufe entsprechend hier dieses eben genannten Programmes nicht mehr relevant sind. Also auch da nochmal eine Verschiebung natürlich auf der Zeitachse. Jetzt haben wir im Rahmen von Corona ein anderes Anleiheaufkaufprogramm gehabt. Sie wissen, die Staaten haben viel Geld ausgegeben, die Notenbanken haben das finanziert. Also das Hand in Hand von Geld- und Fiskalpolitik haben wir gesehen. Und wenn wir uns dieses Notfallprogramm noch anschauen, dann sehen wir zwar, dass Corona eine deutlich geringere Rolle im täglichen Leben spielt, aber man sagt auch hier, die Tilgungsbeiträge, also von fälligen Anleihen, die möchte man wieder neu anlegen. Das heißt, eine Bilanz Summenreduktion ist damit natürlich nicht zu erwarten. Das möchte man zumindest mal noch bis Ende 2024, aber das ist noch lang. Insgesamt schaut man sich natürlich die Marktfragmentierung an und verweist dann hier interessanterweise darauf, dass man sich auch andere Maßnahmen noch vorstellen könnte. Also dass man beispielsweise Staatsanleihen der Hellenischen Republik, also kurz gesagt Griechenland, entsprechend erwerben könnte. Die Begründung hier auch ganz interessant. Also es drängt sich doch immer mehr der Eindruck auf, irgendeinen Grund gibt es immer, warum die EZB die Zügel nicht straffen kann. Entweder ist die Inflation zu niedrig oder die Corona-Pandemie spielt eine Rolle oder wir haben Stress im Bankensystem oder wir haben geopolitische Verunsicherung oder wir haben eine Fragmentierung, die man nicht als positiv empfindet, die irgendeinen Transmissionsmechanismus stört. Viele andere würden vielleicht sagen, etwas mehr Ordnungspolitik wäre gut. Das heißt, für die Anleger bleibt letztendlich alles beim Alten. Die Zinsen, die gehen erstmal nicht so nach oben, wie man sich das wünschen würde. Wir sehen, dass der Kapitalmarkt bei den Renditen die Sache eher anders sieht. Wir sehen weiterhin negative Realzinsen. Also alles in allem bleiben uns viele Themen erhalten. Das Thema finanzielle Repression bleibt weiterhin das strategische Thema. Und da die Notenbank sich nicht um die Kaufkraftstabilität kümmert, bleibt das die Angelegenheit von jedem von uns selbst. In diesem Sinne,
darf ich Ihnen nur das Beste wünschen. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.